Oh boy, es ist schon wieder passiert. Legitim jedes Mal, wenn ich denke, dass ich von Final Fantasy XIV weg bin, holt mich dieses Spiel auf magische Art und Weise wieder ein. Es ist mir ein Rätsel, wie das passieren kann, aber es passiert. Das macht mir Angst. Eigentlich bin ich auch nur zu dem Spiel wieder zurückgekommen, weil man mir mehrfach gesagt hat, dass es ab Heavensward, der ersten Erweiterung, alles ein bisschen besser wird, als es in Realm Reborn tatsächlich ist. Und wer hätte es gedacht? Sie hatten recht. Die Dungeons sind besser, die Prüfungen sind besser, die Charaktere und Storyline sind um einiges besser, die Cutscenes sind 50 Minuten lang. Moment, was? Große Ereignisse stehen bevor. Stelle sicher, dass du genügend Zeit hast, wurde mir gesagt. Der Türsteher zu Heavensward ist also basically eine 50 Minuten lange Cutscene, die eigentlich alles erklärt, was ihr dann für Heavensward wissen müsst. Aber wer hat heutzutage schon 50 Minuten Zeit für eine Cutscene, hab ich recht. Wo sind wir hier, bei Metal Gear Solid? Ich habe mir also mal die Freiheit genommen, diese 50 Minuten mal ein bisschen runterzukürzen. Ihr könnt mir später danken. Ach ja, und für alle, die jetzt Sorgen haben, dass ihnen der Kontext zur Story, den Charakteren oder irgendwas anderes fehlt, keine Sorge. Mir auch. Unsere Geschichte beginnt mit einer Party, die insgesamt mehr als 7 Main-Quests gedauert hat, um überhaupt hierher zu kommen. Und Alfino tatsächlich einmal beliebt ist in seinem Leben. Und unterdessen werden wir zu einem Treffen mit der Süßkartoffel persönlich eingeladen. Die Feier ist ausgelassen und jeder hat eine gute Zeit, außer Alfino. Alfino ist ein kleiner Partypooper. Daraufhin bedankt sich Emmerich, dass wir eine übergroße Echse von seinem Balkon verscheucht haben. Und alle finden das toll. Kurz darauf wird Alfino hingewiesen, dass es für ihn schon längst Schlafenszeit ist und er eigentlich schon wieder ins Bett müsste. Kurz darauf realisiert Alfino, dass es auch überhaupt gar nicht seine Bettzeit ist und er eigentlich auch gar kein Bett hat. Unterdessen beim Treffen mit der Süßkartoffel wird Apfelsaft bestellt und die Dienerin hat ihre Dienste erwiesen und darf Feierabend machen. Daraufhin wird uns erzählt, warum wir überhaupt hierher gerufen wurden, nämlich hat Sultana keinen Bock mehr auf Sultana-Dinge und sagt sich, ja nee, lass mal Volk machen, die kriegen das schon irgendwie hin. Wir werden daraufhin gefragt, ob wir sie dabei unterstützen würden und da wir nicht wirklich eine Wahl haben, stimmen wir auch noch ein. Um den Pakt dann zu besiegeln, wird darauf mit Apfelsaft angestoßen, aber die Süßkartoffel realisiert, dass es gar kein Apfelsaft ist, sondern Orangensaft und reagiert dementsprechend. Rauban spürt eine Störung in der Force. Als ob das Ganze geplant war, kommt also die nächste Kartoffel in den Raum zusammen mit den Backstreet Boys und ist ein bisschen erstaunt, dass die Sultana auf einmal tot ist. Wie eine Kartoffel, die ein bisschen zu viel Detective Conan geschaut hat, realisiert er also, dass der Kelch offenbar vergiftet gewesen sein muss und dass es bestimmt nicht der Typ war, der eine große Axt bei sich trägt. Makes sense. Da niemand anders im Raum gewesen war, müssen ganz klar wir der Täter sein, also lassen wir einfach mit uns machen, was gemacht werden muss. In der Zwischenzeit realisiert Alfino, dass auch er in eine Falle geraten ist und dass es noch gar nicht Bettzeit für ihn ist. Zurück auf der Party sprengt die Kartoffel also erstmal die Feier und erzählt Emmerich, dass da noch ein Lizard und noch ein größerer Gecko auf seinem Balkon ist. Wissend, dass das ganze Bullshit ist, fährt Emmerich trotzdem damit und denkt sich so, tschüss, sehen uns nächstes Mal, danke für die Party, ich bring das nächste Mal Brot mit. Tankred ist Tankred und noch während Rauban Dinge tut, droppt die Kartoffel auch schon die nächste Bombe. Während Rauban erstmal das Ganze hochfahren muss, dass gerade die Sultana ermordet wurde, werden auch schon direkt wir beschuldigt, dass wir ja alles getan hätten und dass das alles ein abgekatertes Spiel sei und Hasune hier sehen. Makes sense in the brain of a potato. Da werden wir, der Typ, der sich regelmäßig mit Halbgöttern prügelt, auch schon reingeschleppt und fragen uns, warum wir das überhaupt mit uns machen lassen. Ach ja, Frieden, da war ja was. Jede Menge Anschuldigungen und Beleidigungen später hält es die Kartoffel dann doch noch für nötig, Rauban ein bisschen weiter zu beleidigen und zu strapazieren und bekommt dementsprechend das, was es verdient. Rauban riecht also den Braten und macht aus der Kartoffel schneller Pommes, als es jeder Slapchop jemals tun könnte. Panik bricht aus, während Rauban also zu Rambauen wird. Die andere Kartoffel im Raum hält es dann auch noch für nötig zu sagen, dass normale French Fries besser sind als Curly Fries. Rauban, weißt du, was meine Lieblingsattraktion im Gold Saucer ist? Dein amiger Bandit. Und da das Ganze jetzt nicht mehr FSK 12 ist, müssen wir die coolen Leute jetzt erstmal aus dem Raum holen. Ilbert und Rauban haben also erstmal eine innige Diskussion, welche Pommes denn nun die wichtigeren sind. Ilbert ist der festen Überzeugung, dass French Fries weitaus besser sind als Curly Fries und fügt dem Ganzen auch noch weiteren Schaden hinzu. Er spoilert Rauban König der Löwen. Ich tötete Mufasa. Rauban also sichtlich angefressen, dass ihm jetzt König der Löwen gespoilert wurde, macht er das, was jeder rational denkende Mensch tun würde. Und kickt eine Säule grob in seine Richtung.
Glücklicherweise kommt Rauban wieder zur Besinnung und beweist uns, warum er eindeutig der coolste Raum in diesem Raum ist. Dies ermöglicht uns die Flucht, die Schlacht der Pommes geht weiter und wir skedödeln aus hier. Auf unserer Flucht stoßen wir glücklicherweise auf Tankred von Tankred, dessen Tank sich dreht. Klopffrau und die einzig coole Kartoffel in diesem Raum bleiben also zurück, um die Verfolger aufzuhalten. Gehen dabei Ultra Instinct und jieten erstmal den halben Palast ins Jenseits. Tankred macht Tankred. In den geheimen Tunneln angekommen, übernehmen Ishtola und Tankred die nächsten offensichtlichen Verfolger. Und Ishtola hält es für schlicht und ergreifend nötig, einfach den gesamten Kanal zu nuken. Minfilia realisiert daraufhin erstmal, dass sie eine ziemlich lange Zeit nicht mehr wichtig war und will daraufhin, dass wir alleine weitergehen, um die Unschuld unserer Bande zu beweisen. Also skedaddeln wir weiter. Nachdem wir also den Chris Redfield gemacht haben und all unsere Männer verloren haben, skedaddeln wir alleine durch die einsame Wüste. Glücklicherweise nicht für allzu lange. Nur kurze Zeit später finden wir Alpina Weiß und eine gehörnte Kartoffel. Da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe keine Ahnung mehr, wer dieser Charakter war. Ich habe legit ein Jahr, glaube ich, nicht gespielt und habe vergessen, wer er ist. Da die Pommesgarde aber immer noch hinter uns her ist, haben wir keine große Wahl. Der coole Kutschendude fängt also an, mir sein Berichtsheft vorzulegen und erzählt mir, dass er gerade zufällig in der Gegend war. Und Alfino speedrunnt in der Zwischenzeit die Form des Selbstmitleids. Ach ja, und die gehörnte Kartoffel ist Pippin, Sohn von Rauban mit dem ganz großen Pippin. Am nächsten Morgen werden wir dann irgendwo im Nirgendwo abgelassen, wo glücklicherweise unser fliegendes Taxi namens Sid schon auf uns wartet. Er fliegt uns ins ziemlich kalte Salamanderland, nur damit wir mit Emmerich reden können, um eventuell dadurch unsere Unschuld beweisen zu können. Und nach dem ganzen Gerede von Pommes, Gerechtigkeit, König der Löwen und all dem Jatz, 50 Minuten später sind wir auch schon fast in Ishgard. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe auf einmal mega Bock auf Pommes.